So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Mario Party 8. Bei wir sind gerade in der wievielten Runde? 10. Hab ich schon. Oh, gemacht. Ja, wir haben schon die Hälfte fertig. Bin gerade der Pro, größte Pro ever. Alles klar. Ich würde es nicht machen, sonst hast du keine Kohle mehr für den Stern. Und ich, die meisten kostet auch so eine Bonbon mindestens 15. Ja. Es gibt auch welche, die wirklich 10 kosten. Manche gibt es sogar auch die 5 kosten. Aber hier in diesem Brett sind es meistens 15 so. Ja, aber dafür sind die, die so billig sind, meistens schlecht. Ja, siehst du. Die teuersten sind 20 und die können dann wenigstens auch was. Wie gesagt, du hast ja lieber 20. Wir sind im Team. Nee, gar nicht. Alle gegen dich. Oh. Soll ich dazu noch was sagen? Vielleicht? Ich glaube, du gewinnst. Nein. Ich mag das nicht. Ich bin so bad in dem. Stoppe die Rotation der Tafel, um so nach und nach ein komplettes Bild zu erzeugen. Und das in 20 Sekunden. Allein am Werk. Eine Tafel nach dem anderen. Als Team dabei, jeder sucht sich seine eigenen Tafeln. Rotation an und aus. Und da drauf zeigen. Kennen wir alles. Und ihr? Ja, genau das gleiche. Dass man da keinen Unterschied. Ja. Da haben wir 9 Felder und nur 4. Ja. Also da, trotzdem bin ich aber schlecht in dem Spiel. Das wird schwer. Und zusätzlich bist du alleine. Sag ja. Wie gesagt, wie schon gesagt, dafür habe ich 4 Felder. Und ihr 9. Trotzdem ist aber schwer. Ne, 8. 8 habt ihr. Nee, 9. Achso, doch 9. So. Yoshi, ey. Wolke. Oh nein! Komm, mach jetzt. Ey! Manu. Jetzt der Panzer. Ja, doch richtig. Komm, mach jetzt. Oh! Mann, wir wollten gerade drücken. Wieder die Wolke. Oh, ja, hast neu gewonnen. Gerade so noch. Ja, obwohl nicht gerade so noch. Ihr habt erst einen Punkt gehabt. Ja. Glück gehabt, dann normalerweise bin ich eigentlich schlecht in dem Minispiel. Jetzt will ich aber auch viel Kohle sehen. Na, aber zusätzlich, nee. Ich hab das zum ersten Mal gespielt. In einem früheren Minispiel hätte ich 15 oder so bekommen. Wenn ihr gewonnen hättet, jeweils jeder 5 bekommen und ich und wenn ich gewonnen hätte, 15. Heute ist es aber so, dass jeder jeweils immer 10 bekommt. Du bist dran. Nee, war Luigi. Was? Danach. Die Null. Die Null. Mr. Null. Also, weißt du überhaupt, warum wir die überhaupt Null nennen? Weil der nicht kann. Ja, aber weißt du auch, von wem die Idee war? Nö. Ja, war ja auch meine und Jeromes Idee. Ich meine, früher Freund, wir haben Waluigi als Null bezeichnet, weil er nämlich nichts kann. So, was mach ich? Ja, wie ist das? A long way. Hoffentlich. Wenn ich jetzt rumfehle beim Würfeln, dann raste ich aus. Oh. Jetzt ab. Ja, okay. Gerade so noch rumgebogen hier mit der 15. So, was hast du mir im Angebot? Ich hab's ja nur 75. Stein, was macht der Stein? Ach, der Eno-Müll im Angebot, tschüss. Der Eno-Scheiße im Angebot. Oh ja, ein zweimal Würfel. Einfach mal easy. Cool. Geil. Kannst du gleich noch einen, aber hast du keinen Platz. Vielleicht findest du ja was Besseres. Nee, jetzt wollen wir nochmal. Mach ich irgendwie ihn weg? Nee. Geh weg. Das gleiche Ding wieder weg. Oh, vermutlich alle gegen dich. Ich würde vermuten, dahinter ist gleich. Komm, lande bitte in auf Rot, ich will nicht schon wieder alleine. Das war jetzt gerade genug Glück, dass jetzt dass ich da gewonnen habe. Ich will nicht nochmal alleine. Komm, lande du mal bitte auf rotes Feld. Ich will mit dir. Sorry! Voll mit dem Team. Komm jetzt irgendwer, knochentrocken, lande auf dem verdammten roten Feld, bitte.
Ich weiß es nicht. Dreimal würfelt. Wow. Der dreckige Nacker. Hat zu viele. Wen wirft er weg? Oh, das ist der doof. Ja. Ach, Bitbonbon ist richtig geil. Und da kommt drauf an. Kommt drauf an, wie weit du würfelst. Oh, es wird random entschieden, worauf er landet. Komm, lande bei Rot. Also, okay. bei Grün wird es immer entschieden, ob Rot oder Blau. Hoffentlich Rot. Ist ja auch so normal. Dann bist du auch mal mit der Null im Team. Ich bin bisher immer bei... Oh, ich bin... Alter, hätte mir einen Stern kommen können. Oh, no. Aber Wu hat keinen. Schau mit Wu einen Stern. Ach, da, okay. Alter, hätte mir gerade beinahe einen Stern klauen können. Oh, ja, war beinahe so weit. Ja, rot. Ja! Ich mit der Null. Ja, ist fair. Ich war bisher immer mit der Null. Ja. Jetzt will ich auch mal mit Clown trocken. Ja, Kuchen, Tortensport. Das ist geil. Heißt das Torte fressen? Nein, das heißt Torte belegen. Es gilt dir, Garnierungen an den richtigen Stellen zu platzieren und so am schnellsten zwei Kuchen nachzubilden. Wenn du eine Garnierung an den falschen Stelle ablegst, musst du sie erneut nehmen und richtig platzieren. Ja, so hinlegen unter A und B, um zu garnieren. A oder B. Aufnehmen bzw. ablegen. Halt. Wow, ich bin begeistert, Koopa. Du bist gut. Hey. Ey. Du wurdest nicht platziert. Wir kennen das gut. Irgendwie hat er bei mir zweimal irgendwie nicht genommen. Dieses Drecksding ja. So, in die Mitte. Fleisch, den kommt da unten hin, wenn es überhaupt Fleisch ist. Und ich leg die Kerze da. Oh Mann! Er hatte das in der Hand, also konnte ich das nicht nehmen. Ja, bei mir hat das auch öfters gemacht, dass er kommen öfters hier was in die Hand genommen hat und mir das weggenommen hat. Und die Kommens brauchen irgendwie stundenlang, du winkst zwar ganz schnell hin, aber brauchen stundenlang, um es abzulegen. Sind halt behindert. Haben irgendeine Behinderung, tief in ihrer Seele, irgendwas. Das ist behindert, einfach mal es hinzulegen, anstatt es eine Ewigkeit in der Hand zu halten. Das geht Ding, was er da gerade abgelegt hat, der Knochentropfen, hat jetzt er. It's your turn. Komm, lass da König Buu hinter sein. Du bist dran, Kim. Du bist Knochentropfen. Obwohl jetzt wird das Rummelrackel dreht. Ich kann jeden treffen. Also auch mich. Ja, wird das Rummelrackel dreht. Aber ich hab Knochen. Kannst nicht sagen, dass ich dich im Visier. Ich hab Knochentrocken im Visier. Der hat nach mir die meiste Kohle. Oh! Ey, Opa! Ich hab ein bisschen zu früh gedrückt. Scheiße, sorry, ich hab zu früh gedrückt. Du Opfer! Mein armer Buhu ist jetzt schwarz! Nein! Unser Wort wörtlich, ich wollte genau drauf treffen. Ein bisschen hätte ich ein bisschen später gemacht, hätte ich ihn auch getroffen. Oh, easy. Oh! Also. Easy! Erst noch hier ordentlich mein Geld. Oh, ist das geil, ist das geil. Und noch den Stern dazu. Oh, beste Runde hier, beste. Oh, das ist easy. Oh, dritter Stern. Ich krieg keine Sterne. Weil du sie mir immer vor der Nase wegschaffst. Langsam glaube ich. Das läuft irgendwie nicht so gut mit euch. Nicht nur mit dir, Waluigi und Knochenfunk kriegen auch nicht. Ich gebe mir ja Mühe. Ich kann nicht mit dir hoch, aber. Ja, das Mauerpart die 8, das Mauerpart die 8 ist nicht so wie früher. Kannst du bitte aufhören, deine Wiefermillion da rumzuschlagen? Bitte macht der nur das hier. Ja, die neuen Geräusche da. Ja, kennt man schon. Hier kennen wir aber schon. Haben wir schon zweimal davor schon gesehen. Obwohl nur einmal. Stimmt, ich hab's ja das andere Mal übersprungen. Genau. So. Als ob nur eine 3. Und jetzt kannst du was bekommen. Entweder kommt der Boost, was du die Münzen klauen oder Bonbon oder du kriegst Münzen. Ich glaube aber eigentlich hier, oder? Nee, doch Pech.
Das klauen war's. Dir, das klauen dir wie viele Münzen? 10, ne? Ja, 10. Ich hab nur 2 Münzen. Du bist letzter, das wundert mich vor allem, warum sie dich ärgern. Du bist eigentlich letzter, eigentlich müsste da eigentlich was Geiles rauskommen. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht letzter. Ach so, stimmt, die haben jetzt ihn abgenommen. Ja. Waluigi war letzter. Was guter. Ja, dann klauen sie dir was, ist klar. Hättest aber auch Glück gehabt. Mann, hätte sein können, dass wir ein Player. Game. Minigame. Nicht Game, Minigame. Jo, Mario Matrix. Und was macht man da? Das erkläre ich dir jetzt. Auf einer Regelseite. Bei der Website, wo die Regeln stehen. Ja, warte, ich gehe mal kurz bei Google rein. Da ich nicht lesen kann, muss ich mir irgendwie eine ausländische suchen und ja. Vorlesen. Nein, natürlich nicht. Quatsch. Genug hier. Verwende deinen Crowser, um so viele leuchtende Oberflächen wie möglich in 20 Sekunden zu berühren. Die leuchtenden Oberflächen erscheinen in regelmäßigen Abständen. Berühre sie so schnell du kannst. Ja, dann hat sie entsprechend nee, nee, und nee, entweder A oder B, um anzutippen. Matrix halt. Gab da noch irgendwo so ein Spiel auf der Xbox? Das war auch Matrix. Jetzt sind wir Daten. Ja. Daten in Daten. Scheiße, hab ich gefunden. Oh, Bro, hier, oh. Oh, easy, 29. Das ist nicht letzter, ist zweiter. Obwohl, das stimmt, der interessiert ja eh nicht. Nur der Gewinner kriegt Münzen. Oh, easy. Bin halt auch vorher abgegangen, habt ihr gesehen, was ich da gemacht hab. Easy überall hingetippt. So, tschüss. Viel Spaß dann noch in dem PC, was auch immer ihr da machen könnt. Mann, mein armer Bu sind jetzt nur noch Daten in Daten. Ja, brauchst du nicht nur traurig sein. Weil uns im Knopf rein, da genauso in der Kacke. Wow. So, kannst du dir mal angucken, wie geil der ist. Wenn der hoch würfelt, mit einer 10 wird er ziemlich gut bedient. Kriegt er da richtig viel Kohle verdient. Und er würfelt eine 9. Ja, das auch ist gut. Ja, das geht auf jeden Fall hier 3 Münzen. Und er hat in einem Zug seine Münzen, richtig viel Kohle, Münzen weg, aber. Ja, aber er hat immer noch 23. Er hat richtig viel kassiert. 17, um genau zu sein. Davor hat er 6 gehabt. Hat er richtig viel kassiert. Ich bin am Start. Das muss ich ändern. Ich hab aber noch mein 2x-Ding. Ich hoffe, dass ich auf einen Shop treffe, der immer wieder den 3x-Ding am Start hat. Beim anderen Mal, der hat ja nichts im Angebot, der hat für mich, hat mich zumindest interessiert. Ja. Kommen ja noch alle, ja genau, alles reißen, wenn man so geht. 15 mit einem 2x-Ding, das ist ziemlich gut. Da war noch kein Shop am Start. Schade. Ich brauche wieder einen Shop, ich brauche wieder Nachschub. Ich habe nämlich nichts mehr. Ach, ist schlau, hast kein Geld mehr. Kommt jetzt nur noch an, dass du auch hoch würfelst. Mit einer 1 wird dir nichts bringen. Gib dir nur 3 Münzen. Wow. 2. Und kriegst auch nur 3. Die andere Hälfte wird dir wieder abbezahlen. Brah. Knochenstoff. Ich hoffe, der ist rot. Nee. Alle hier war alle die Knochen sind grün. Können also rot werden. Mhm. Ey, sag aber, ey, wehe, Digga, die werden alle rot, wehe. Oh! Oh mein Gott! Das war ein Roboter! Oh shit. Das wird jetzt hart. Aber ich bin nicht wieder. Oh. UFO-Scooter. Scotter, Scotter. UFO Scotter hier! Scotter am Start! Also musst du beide. Ich
schwimme mal bis zum Ufo Scotta. Ein Spieler hat 30 Sekunden. Ja, stimmt. Ich sag was über Ufos, dein Ufo Scotta und ich bin und selber kann ich ein Spiel hat 30 Sekunden. Ja, guter. Bin auch gut. Ein Spieler hat 30 Sekunden, um mit Hilfe eines Fahrzeugs die anderen Spieler von der Oberfläche zu drängen. Am Steuer schubst sie alle von den Rändern, zu Fuß unterwegs und lass dich nicht in die Ecke drängen. So. Und du musst dich bewegen hier so. Und, warte mal. Hin und her und gerade. Und geradeaus. Oh nee, stimmt. Geradeaus fährt von selbst. Und wir müssen einfach gehen. Gehen? Gehen. Was laufen. Gehen ist ein anderes Wort für laufen, mein Weiß Freund. Ich hab verstanden. Gegenspringen. Gegenspringen, ja wo? Gegen dich gegenspringen tut bestimmt nicht. Das ist ja wirklich von selbst. Nein! Sorry. Nein, das machst du nicht. Nein! Du schaffst es mal, Luigi! Ja, Opfer. Aber dich krieg ich nicht noch. Nee, ich bin Pro in dem Minispiel. Niemals kriegst du mich. Siehst du? Easy. Ich bin der Pro. Alle kriegen jetzt 10 Münzen, bis auf du. Ich bin ein totaler Noob. Wie viel? Ja, okay, ich geb's zu. Das geht ja nicht. Naja, du kannst froh sagen. Dich greifen, du bist sicher von meinen Attacken. Mit dem Blitz zum Beispiel, davor bist du safe. Knorrentrocken ist mein Ziel, auf jeden Fall. Lass mich raten, wenn ich den nächsten Blitz einsetze, ich treffe bestimmt wieder dich. Wenn das so das ist, dann spiele ich nicht mehr mit. Dann liebe ich. Ach stimmt, ich habe gar keinen Blitz mehr, scheiße. Nein, das mache ich nicht. Sonst spielst du nicht mehr mit. Ich greife auf jeden Fall dich noch an, damit. Meine Güte! Oh, easy. Trotz allem, dass die Batterien rausgefallen sind, habe ich trotzdem nur einen 10. Ja, auf jeden Fall GPR. Diesmal aber bitte ein 3-mal Ding wieder, okay? Nö. Mann! Was macht denn überhaupt der Stein? Weißt du was? Gib her! Da kann ich wenigstens ein Duell mit jemandem machen. Bringt dir auch Kohle, wenn ich gewinne. Von daher nehme ich jetzt einfach mal den. Mit dem kann man ja auch 2-mal würfeln, um einen Spieler überhaupt zu treffen. Und ich hätte eigentlich Bock auf ein Duell gegen Knorrentrocken. Hätte ich schon Bock. Wenn ich jetzt auf Buu treffe, bin ich so am Arsch. Ja, was? Auf den König Buu. Weil ich hab nicht so. Achso, das. Ja, schaffst du eh nicht, das ist noch ein weiter Weg, da kommst du mit der 10 auch nicht hin. Oh, da packt er seinen 3 Ding aus. Sein Dreier packt er aus. Oh! Sein Dreier. Stehst du? Wie viel wird der Runde? 14. Und wir können auch gleich schon mal ein paar beenden. Und er packt eine 13 aus. Und seine Dreier. Er kassiert. Nichts. Nee, doch, er kassiert 10 Minusmünzen. Wie kann er da lang? Kann sein, dass da ein Glücksfeld ist da. Aber kriegt er nicht. Nö, er ist ein Noob. Ich komm zu dir, Klaus. Lass mal ein Duell machen, komm. 1 gegen 1 hier. Und er. Oh, wieder gegeben. Das machen wir aber. Kampfmodus-Spiel. Stimmt. Das wird spannend im nächsten Part von Mario Party 8. Bis dann. Nein, nichts drücken.